Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Armored Warfare hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist Herr Thompson. Moin, moin. Hallöchen. So, wir fahren PvE-Operation Amboss. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was das war. Doch, siehst du, war doch was am Strand. Okay, dann am Hafen. Dann habe ich doch noch eine Idee gehabt, was das war. Das Ganze machen wir mit T5. Ich fahre den T80 und der liebe Thompson fährt den Chief, den MK10. Damit wir da ein bisschen weiterkommen. Ich weiß nicht, warum er unbedingt diese Britenlinie fahren will, weil die ist einfach nur schwerfällig, aber hat ordentlich Panzerung. Und der Challenger 2 soll nicht schlecht sein. Ja. Da soll bei irgendeinem Patch jetzt so gut weggekommen sein. Aber gut, wir gucken mal. Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja wirklich, also der Leo, überhaupt mal, der Leopard kommt nicht aus dem Knick, ne? Aber das ist ja... So, gucken wir mal. Ach, hier treffe ich wieder alles mögliche, nur nicht gegen den Panzer. Mann! Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, kannst du mal machen. Dauert auch nur Stunden, bis du nachgeladen hast in der Karre, ne? Auf wen gehst du? Ich hab niemanden. Von wen kriegst du? Ah, von da unten, von den Erd. Den kannst du auf die Tonplatte. Durch die Wanne kommst du wahrscheinlich gar nicht durch. Penner, das ist nur so ein bisschen merkwürdiges. So, den haben wir weg. Au! Au, oh, jetzt hab ich mir an den gefressen hier, die war nicht schön. Der Begleitpanzer, der war hässlich auf der Stufe, das stimmt. Der hat immer ordentlich wehgetan. So, da haben wir den M60 eine mitgegeben. So, sorry. Jo klar, zum, da, 24 hat er über. Sehr schön. Mein Turm ist ein bisschen kaputt. Wir müssen jetzt den Sam zerstören. Den Sam. Keine Ahnung, ich werde hier die ganze Zeit beschossen. Finde ich gar nicht schön. So. Hab ich zumindest mal einen verletzt in seinem scheiß Panzer da. Sehr schön. So, der hat auch einer dann. Sehr schön. Oh, schöne Explosion gewesen. So, wo ist denn hier das Sam? Hinter dem. Ja. Ach, da kommt man gar nicht durch. Ach, der ist scheiß. So ein Mist. Naja, das sind mit diesen Bewegungsmonstern natürlich hier auch genau das Richtige. So, sehr schön. Jojojojojo, du sei doch mal nicht so. Immer geladen durch die Gegend. Aua. Ah, wenn ich die untere Wand jetzt hinzeige, ist auch kein Wunder, warum so ein Teil bei mir reinkommt, ne? Ah, hast du daneben geschossen? So.
Oh, ist das ein Bewegungstier. Das macht richtig Spaß, mit dem Ding zu fahren. Junge, 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 Junge. Welche Autohersteller wirkt mit besonderer Mobilität? Garantiert kein russischer. So. Ach Gott, wo hab ich denn jetzt hingeschossen? Der Squash-Modus ist gar nicht mal so schlecht. Hängt vom Gegner ab, ob du schießt, ne? Aber auch da bei den Heavy Tanks. Hier ist ein Lang auf die Schüsse aus, bis man den mal geladen hat. Genau, mein Gott. Ist halt so. Das soll ja auch ein bisschen dauern, das Gefecht hier, ne? Man soll auch ein bisschen Spaß haben an der Sache. So. Uiuiui. Oh, der ist mal weg. Wiesel ist ekelhaft, aber da kannst du mit Squashmoon richtig Schaden reindrücken, glaube ich. Ja, leider habe ich jetzt keine. Alles klar, okay. Holen dir. Sehr schön. Oh, jetzt müssen wir nochmal in den Kreis rein. Das funktioniert eigentlich. Irgendwie klappt das ganz gut jetzt hier gerade, ne? Ja. Ordentliches Geballer, 11.000 Schaden habe ich auch schon wieder auf der Uhr. Wahrscheinlich dann von hinten, oder? Ja, das könnte wirklich sein. Ich glaube, so ganz ohne, dass jetzt hier nochmal Gegner kommen, werden sie es nicht zulassen. Vielleicht schon. Na, ja, man könnte mal Glück haben. Irgendwie kann man Turm drüber drehen, das hackelt so herum. War kaputt der Turm? Nee, eigentlich nicht. Hm. Komisch. Bam. So, noch 3 Sekunden. 2. Gut gemacht, schwarze Kompanie. Hm. Wir gehen davon aus, dass der Handel bald wieder anläuft. Gute Arbeit. Haben wir uns einmal schön durchgekämpft. Einen Sieg haben wir davon getragen. Na? Drück nochmal die Auswertung an. Kannst du übrigens mit Escape, glaube ich, beschleunigen. Mhm. Gut, wir haben. Was haben wir denn geschafft? Wir haben 8000 EPs gekriegt und 66.000 an Kohlen, naja gut, ist jetzt Tropfen auf den heißen Stein. Feuerschutz haben wir gekriegt, wir haben den Teamwork gekriegt, weil alle überlebt haben und die Zielerfassung. So, schade, du hast den Booster nicht gekriegt, aber Daniel hat auch wirklich... Na gut, der ist auch ein Sechster wieder, ne? Ja. Keine Ahnung, warum die denn da so viel mehr EPs kriegen, weil... Ja, obwohl, ja, er hat mehr Spotting, er hat mehr Schaden, ist schon gerechtfertigt, ne? Kann man nicht anders sagen. Gut, insgesamt 54.000 Gewinn rausgekommen. Und der Philipp hat wieder ein paar Punkte gekriegt. Da hätte ich auch die Kleine draufsetzen können. Naja, egal. Haben wir nicht gemacht. Das war eine Runde Armored Warfare hier aus CDM Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war der Thompson. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Servus.